Ich habe mich für euch bis nach Asien aufgemacht, um dort die mächtigen Samurai zu besuchen. Dort hatte der mächtigste von ihnen, Ashe, sich etwas Zeit für mich genommen und diesen möchte ich euch kurz einmal vorstellen. Da haben wir als passive Fähigkeit Gegner zugefügte Blutungseffekte verursachen 25% mehr Schaden und dauern 50% länger an. Als erste Fähigkeit Schuriken verschießt eine sich drehende Klinge, die hohen Schaden verursacht, Feinde durchbohrt und an Wände spießt. Als zweite Fähigkeit Rauchwolke zündet eine Rauchwolke, die Feinde betäubt und ihre Sicht behindert, wodurch Ash für kurze Zeit unsichtbar wird. Die dritte Fähigkeit, Teleport. Ash teleportiert sich zum Ziel, bringt sich dadurch in Nahkampfreichweite und macht Gegner verwundbar für Todesstöße. Und seine Ulti, Klingensturm, projiziere tödliche Schattenklone von Ash auf entfernte Gruppen von Gegnern, um den Kampf beizutreten, nutze Teleport. Und dazu gibt es einmal drei Builds. Das erste nennt sich hier Ulti plus Combo. Da haben wir als Aura stillender Ansturm plus 60% Nahkampfschaden. Dann haben wir Jäger Adrenalin. Da wandeln wir 45% Gesundheitsschaden in Energie um. Primed Kontinuität für Fähigkeitendauer. Schattenhafte Vitalität für Gesundheit. Dann Verstärken für Fähigkeitsstärke, Adaptation für Schadensresistenz, Prime Fluss, um mehr Energie zu haben, Ausdehnung für Fähigkeitenreichweite, Flickflack, eine 160%ige schnellere Erholungschance nach Niederschlägen und dann zu guter Letzt hier drinne seine Augment-Mod Aufziehen nach Sturm. Klingensturmangriffe erhöhen Nahkampfmultiplikator um 4, passiv plus 10 Sekunden Kombodauer. Und dann noch Arcana Beschützer als erstes hier, um bei Schaden eine 15%ige Chance auf 900 Rüstung für 20 Sekunden zu bekommen. Und als zweites Arcana Furie, bei Crit-Treffer 40%ige Chance auf 120% Nahkampfschaden bei Nahkampfwaffen für 12 Sekunden. Und dazu einmal hier die Werte. Wie gesagt, wir werden hier deswegen Ulti plus Combo natürlich dann vermehrt auf die Ulti gehen. Und ihr seht hier die Werte dann dazu. Nochmal vorweg gesagt, hätten wir natürlich hier noch ein Umbra-Mod, würden wir hier verstärken mit schattenhafte Verstärkung austauschen. Und ansonsten würde ich hier an dem Bild nichts ändern wollen. Dies werde ich euch jetzt einmal zeigen. Wir simulieren hier einmal, rufen 20 korrumpierte Kanonier-Eximus-Gegner. Pausieren sie, machen uns unsterblich. Um euch nur einmal zu zeigen jetzt, wie schnell unser Combo-Counter hochgeht mit der Nahkampfwaffe. Wir schießen jetzt hier die Ulti ab, markieren hier ein paar Gegner, lassen los und ihr seht jetzt unten rechts, wie schnell wir hier auf mal 12 kommen, der höchste Multiplikator, den wir hier haben und schon machen wir hier maximalen Schaden und können uns hier können natürlich immer mal wieder auch ein paar Klone mit dabei suchen, die dann mit Schaden verursachen. Das ist Spielweise Nummer 1. Ich glaube hier unten. Ne, hier war keiner mehr. Das einmal zu dem ersten Bild, um hier ganz schnell den Nahkampf-Kombo-Zähler nach oben zu waschen, um sofort maximalen Damage mit der Nahkampfwaffe machen zu können. Dann haben wir hier als zweites einmal Minus Rüstung.
als Aura wieder stillender Ansturm plus 60% Nahkampfschaden. Die Excellius Mod Flickflack ist auch geblieben. Dann haben wir vor allem Kontinuität wieder für Dauer, schattenhafte Vitalität für Gesundheit, dann einmal blinde Wut, flüchtige Stärke und Verstärken für Fähigkeitenstärke, Adaptation für Schadensresistenz, Stromlinie, um die Aktivierungskosten der Energie zu senken. Unsere Arkane Helme sind beide gleich geblieben. Und zu guter Letzt einmal seine Augment-Mod Suchende Schuriken. Schuriken-Augment trifft expandierte Schwachpunkte an Feind und reduziert seine Rüstung für die Dauer von 8 Sekunden um 70%. Lässt sich beides durch Mods erhöhen. Einmal die Dauer und die Stärke, die wir die Rüstung reduzieren. Seht ihr jetzt hier einmal. Da haben wir dann eine Rüstungsreduzierung von 185% und eine Dauer der Reduzierung von 10,6 Sekunden. Hier auch wieder gesagt, hier verstärken würden wir wieder mit schattenhafte Verstärkung einmal austauschen, um noch höhere Werte zu erzielen. Aber auch dort fehlt uns einmal oder mir jetzt ein Umbraformer. Werde ich euch jetzt auch einmal zeigen, wie das Ganze dann aussieht. 18 Stücke reichen hier. Ihr seht die Rüstung jetzt an. Wir schmeißen einmal einen Schuriken drauf. Er war daneben geworfen und schon ist die, ja, die sind natürlich durch ihre Aura, werfen die meine Schuriken ein bisschen weg, aber ihr habt gesehen, wenn ich hier treffe, ist die Rüstung sofort weg und ihr macht dann dementsprechend viel mehr Damage. Ist hier sehr, sehr schön. Wir haben beispielsweise in der Sortie oft die Voraussetzung, dass wir Gegner mit erhöhter Rüstung haben. Da natürlich so ein Bild nicht gerade verkehrt. Und zu guter Letzt habe ich hier ein Teleport-Bild noch vorbereitet. Die Aura hier wieder stillender Ansturm plus 60% Nahkampfschaden. Dann haben wir hier blinde Wut, flüchtige Stärke und Verstärken, um eine Fähigkeitenstärke von 265 zu bekommen. Flüchtige Expertise, um die Aktivierungskosten der Energie runterzuziehen. Adaptation für Schadensresistenz vor einem Fluss und Vorbereitung, um sofort mit 425 Energie starten zu können. Vitalität für Leben und hier noch seine Augment-Mod Fataler Teleport. Teleport wird einen Todesstoß am Ziel ausführen, der 200% extra Schaden verursacht. 50% Energiekosten werden zurückerstattet, wenn dies zum Tod des Gegners führt. Lässt sich hier auch nochmal erhöhen, der Todesstoßschaden. Dann seht ihr hier, haben wir jetzt einen extra Schaden von 530%. Hier noch das Arcana einmal ausgetauscht, das zweite. Da haben wir jetzt Arcana Trickserei drinne. Da haben wir dann bei Todesstoßkill eine 15%ige Chance, für 30 Sekunden unsichtbar zu werden. Habe ich jetzt 15 oder 50 gesagt? Weiß ich jetzt gar nicht. Also auf jeden Fall 15%ige Chance, für 30 Sekunden unsichtbar zu werden. Und hier auch wieder verstärken würde mit schattenhafte Verstärkung ausgetauscht werden und Vitalität hier auch mit schattenhafte Vitalität. Dies möchte ich euch sofort da mal zeigen. Da nehmen wir natürlich dann bei diesem Bild eine Waffe, die einen hohen Todesstoßschaden macht. Jetzt hier in diesem Fall einmal das Gerüst. Zeige ich euch ganz kurz hier unsere zwei wichtigen Mods. Verborgene Tödlichkeit plus 100% Todesstoßschaden und letzte Berührung nochmal plus 60% Todesstoßschaden. Und das Ganze sieht dann dementsprechend einmal so aus. Wir brauchen hier nur mit R1 drücken und ihr seht, dass die Gegner instant tot sind. So, jetzt sollten wir langsam unser Arcana auch nochmal einmal schön uns zeigen.
was es dann bewirkt. So lange springen wir hier noch von Gegner zu Gegner. So, und dann hat es dann doch noch mal eingesetzt. Und jetzt haben wir auch immer wieder die Chance, dass der Counter wieder bei 30 anfängt, sobald er wieder neu ausgelöst wird, ist er hier. Und das war's. So viel zu dem mächtigen Samurai Ash. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und seid auch gern beim nächsten Mal dabei, wenn ich mich wieder auf die Suche nach unseren anderen Warframes mache.